Willkommen beim Bushcraft Talk. Und heute mit der Frage, wie bekomme ich die ölige Pfanne sauber? Anonymous hat mich gefragt, was mich mal interessieren würde. Wie machst du die Pfanne danach sauber, um sie wieder zu transportieren? Sie ist ja ölig. Ich habe gerade gegessen und meine Pfanne ist ölig. Und nicht nur ölig vorne, sondern auch hier mit sehr viel Ruß an der Unterseite. Und wie ich diese Pfanne jetzt wieder sauber bekomme, das zeige ich euch jetzt. Für die ölige Innenseite hilft einfach so ein Küchenpapier. Damit kann man das einfach hier schön aufsaugen und entweder nimmt man es wieder mit oder man verbrennt es einfach. Das geht eigentlich relativ gut. Klar muss es nachher nochmal in einen Beutel rein. Den muss man sich leider bei diesen Pfannen selber machen, dass das bisschen, was jetzt hier sozusagen noch dran ist, nicht jetzt den Rucksack oder die anderen Ausrüstungsgegenstände verdreckt. Diese Seite finde ich eigentlich gar nicht so schlimm. Schlimmer finde ich hier die Seite, da ist der ganze Ruß, das ist jetzt hier wirklich, auch nur wenn man so ein bisschen drüber gehen würde, ist richtig schwarz. Wenn man das jetzt in den Rucksack reinstecken würde, ja, da wäre der Rucksack und alles andere schön mit Ruß voll. Das will man natürlich nicht. Ich mache es ganz gerne. Hier sieht man schon, wie schwarz da schon abgegangen ist, nur von dem Hinstellen. Eigentlich hier am Moos rubbel ich hier das sozusagen mir sozusagen sauber. Das macht auch dem Moos jetzt nichts. Wenn es jetzt das nächste Mal regnet, ist das eigentlich weg. So, ja, man kann es noch ein bisschen mehr. Wenn ich jetzt hier den weißen Finger, dann ist zwar immer noch ein bisschen Ruß sozusagen bekommt, man sieht, er wird ein bisschen schwarz, aber jetzt nicht so hier wie die anderen Finger. Da sieht man es auch nochmal. Natürlich am Rand kann man hier nochmal auch mit dem öligen Tuch drüber gehen und nochmal ein trockenes. Und dann ist das eigentlich schon sehr gut sauber, die Pfanne. Wenn ihr meine Tipps gut findet, dann lasst einen Daumen nach oben und ein Abo da und schaut vor allen Dingen in die Playlist Bushcraft Talk. Da geht es um Bushcraft, Ausrüstung und die Fragen, die ihr mir stellt, und ich beantworte sie.